Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Comment gekriegt, das mich dazu bewogen hat, ein neues Video aufzunehmen. Und zwar möchte ich euch erzählen, wo ich im Leben Engel getroffen habe. Ich glaube, dass Engel oft in eben Menschengestalt kommen, beziehungsweise dass uns Menschen geschickt werden von Engeln, die uns in einer gewissen Situation eben helfen sollen. Und da möchte ich euch zwei Geschichten erzählen, wo mir eben tatsächlich Engel begegnet sind. Die eine ist, das war ungefähr 2013 oder 2014, glaube ich. Damals habe ich einen schweren Skateunfall gehabt und ich habe mir das Rückgrat gebrochen und ich konnte kurzzeitig nicht atmen, weil eben durch diesen Schock auf die Wirbelsäule war eben kurz dieser Atemreiz weg. Und in dem Moment ist eine Frau mit zwei Kindern vorbeigekommen und die war dann sozusagen mein Engel, weil die hat mich beruhigt. Sie hat mir gesagt, keine Sorge, das ist, also der Atem kommt gleich wieder. Das ist nur, weil eben jetzt gerade kurz ein Schock auf die Wirbelsäule passiert ist. Und sie hat mir die Skateschuhe ausgezogen und hat mit mir dann auf den Krankenwagen gewartet. Sie hat mich die ganze Zeit beruhigt. Sie hat gesagt, keine Sorge, Krankenwagen ist schon unterwegs, ist alles erledigt. Also die Frau war halt ein absoluter Wahnsinn. Und ich weiß bis heute nicht, wie die geheißen hat. Ich weiß nur, dass sie eben eine Mutter mit zwei kleinen Kindern war. Und die hat es eben gerade gesehen, wie ich da gestürzt bin und ist sofort da gewesen. Und insofern war sie ja für ihre Kinder das perfekte Vorbild. Und der zweite Engel, den ich getroffen habe, das war eine Frau in einem Flugzeug. Und zwar war ich in einer Reise, die ungefähr 20 Stunden gedauert hat, mit allem drum und dran. Ja? Weil ich musste 12 Stunden von Den Bassan nach Dubai fliegen, dann in Dubai ungefähr 4 Stunden warten und dann noch einmal 6 Stunden von Dubai nach Wien fliegen. Und das Problem war, dass ich in den 24 Stunden vor dem Flug war ich komplett ausgeräumt wegen am Darmvirus. Das heißt, ich habe nichts im Körper gehabt. Kein Essen, kein Trinken, keine Elektrolyte, gar nichts. Also ich war im denkbar schlechtesten Zustand, in dem man in ein Flugzeug steigen sollte. Und ich bin dann draufgekommen auf dem Flughafen, dass ich kein Bargeld hatte, dass ich keine Kreditkarte hatte, nichts. Und dann noch dazu haben die zu mir gesagt, ja, du hast deinen Flug verpasst, weil das war ein Flug exakt um Mitternacht und ich war zum falschen Mitternacht da. Ich dachte, das ist zum späteren Mitternacht und nicht zum vorigen. Ja? Also wenn du zum Beispiel Flug hast am 1. Mai um Mitternacht, dann musst du am letzten Apriltag da sein. Ja? Nicht erst am 1. Mai um Mitternacht, wo es dann schon zum 2. Mai geht. Ja? Und das war eben das Problem. Deswegen war mein Flug weg, weil ich eben nicht gemerkt hatte, dass das ein Mitternacht vorher gewesen wäre. So, und dann haben die zu mir gesagt, ja, der neue Flug kostet 300 Euro. Und ich habe gesagt, ich habe keine 300 Euro, ich habe keine Kreditkarte, ich habe kein Bargeld, ich habe nichts. Dann haben sie gesagt, ja, musst irgendwen anrufen. Und zum Glück habe ich noch ein Handy gehabt mit Guthaben drauf. Ja. Und ich habe dann meine Eltern angerufen und gefragt, könnt ihr bitte mit Kreditkarte den neuen Flug zahlen? Die haben natürlich wie immer gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Dann habe ich einen Israeli angerufen, den habe ich auf der Reise kennengelernt in Bali und habe den gefragt, du könntest du mal bitte aushelfen, ich zahle da die 300 Euro für den Flug auch nachher zurück, aber ich komme sonst nicht weg, also ich komme weder vor noch zurück, weil ich kann nirgends hin, ich habe kein Geld mehr. Und der hat gesagt, ja, er gibt mir seine Kreditkarteninformationen, er zahlt mir das. Und das war Nummer 1 Engel sozusagen, aber der wirkliche Engel, der kommt erst, nämlich auf diesem Flug. So, auf diesem Flug hat man ja, was ich, 12 Stunden Flug, ich davor 24 Stunden schon nichts gegessen. Das heißt, ich war todeshungrig, also wirklich todeshungrig. Ich hab nichts im Magen gehabt seit Tagen. Ja? Dann kriegst du diese winzig kleine Mahlzeit im Flugzeug und das ist die einzige Mahlzeit, die du kriegst in 12 Stunden. Also da waren nicht zwei Mahlzeiten oder so, sondern da war eine und die war winzig klein. Das war natürlich viel, viel, viel zu wenig. Und ich habe dann gemerkt, okay, mich haut es richtig zusammen. Ja, wenn der Blutzucker so im Keller ist, dann haut es dich einfach zusammen. Es haut dich körperlich zusammen, es haut dich psychisch zusammen. Du bist fix und fertig. So. Ich bin dann auf dem Flugzeugboden gelegen, heulend. Ja, weil ich war nicht nur Wasser und Essen und zu wenig Zucker im Blut, also sozusagen von allem zu wenig, sondern ich hatte ja auch keinen Schlaf, weil ich ja die ganze Zeit in der Wartehalle gewartet habe auf diesen neuen Flug, den mir der Israeli gezahlt hat, dann 12 Stunden lang im Flugzeug, dann 4 Stunden in Dubai und dann 6 Stunden im nächsten Flugzeug und während der ganzen Zeit keinen Schlaf, weil schlafen kann ich nur, wenn ich komplett in der Horizontale bin, wenn es komplett dunkel und komplett still ist. Und das ist natürlich nicht der Fall in so einer Situation, außer natürlich, du wärst in der Business Class, aber wer kann sich das schon leisten, ja?
Auf jeden Fall, ich habe eben auch keinen Schlaf gehabt. Und wenn du Schlafentzug hast, plus Unterzucker, plus Hunger, es haut dir einfach zusammen. So, also bin ich auf dem Fußboden von dem Flugzeug gelegen, heulend, war fix und fertig, habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich einfach nicht mehr können habe, auf keiner Ebene mehr. Und dann kam diese, also die zwei, die neben mir gesessen sind, die waren am Also die zwei, die haben mich einfach nur fertig gemacht, haben gesagt, du bist deppert, du bist gestört und so. Also die waren Aber es gab auch andere Leute in dem Flugzeug, also nicht nur die OASTH, sondern es gab auch eine Dame, die war eine Stewardess außer Dienst. Und diese Stewardess außer Dienst ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich kenne diesen Zustand, in dem du bist, du hast einen extremen Unterzucker, du nimmst jetzt dieses Flascherl Wasser und diesen Schokoriegel und die isst du sofort. Und hier sind $5. Und sobald du unten auf dem Flughafen ankommst, kaufst du dir von diesen $5 noch einmal einen Schokoriegel. Weil du musst so viel wie möglich Glucose in dein Blut kriegen, weil sonst backst du den Tag nicht mehr. Ja? Du fallst um und bist im Koma. Jedenfalls, diese Frau hat mir irrsinnig geholfen, diese Stewardess außer Dienst. Ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, aber das war mein persönlicher Engel. Weil wenn die nicht daherkommen wäre, mit $5, ein bisschen Wasser und einem Schokoriegel, ich glaube, mich hätte es wirklich ins Koma gehaut. Ja? Ich war einfach weder psychisch noch physisch zu irgendwas fähig. Ja? Und eine Reise ist ja anstrengend genug. Ihr wisst das alle, ja? Selbst wenn man gesund ist und in Ordnung, ist eine Reise extrem anstrengend. Also das war wirklich meine schlimmste Rückreise, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Aber, wie gesagt, das sind die zwei besten Engel, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Vielleicht sind sie mir auch von anderen Engeln, die man nicht sieht, geschickt worden, das weiß ich nicht. Aber diese zwei Frauen waren definitiv meine Engel. Und weil heute Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, ich zeichne ein Video über meine Engel auf. Das war's. Habt einen schönen Weihnachtstag. Bye, bye.